Schönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sprakuko Deutsch lernen. Ich begrüße euch fast pünktlich um 22.04 Uhr zu meinem Livestream. Ja, ich hatte gerade kleine technische Schwierigkeiten und musste nochmal meinen Grafiktreiber umstellen, um zu streamen. Ich hoffe, es funktioniert, denn das ist jetzt eine Art Premiere, denn ich habe gerade eine neue Einstellung vornehmen müssen und hoffe, dass ihr mich trotzdem hören könnt. Also, einen schönen guten Abend nochmal an alle, die jetzt gleich zuschalten. Ich hoffe, dass meine Studis aus dem Grammatik-Crash-Kurs auch gleich dabei sind. Ich habe ihnen nämlich heute gesagt, dass sie unbedingt vorbeikommen müssen, sofern sie nicht eingeschlafen sind. Denn ich streame ja bekanntermaßen immer sehr spät, um 22 Uhr. Und da braucht man schon mal etwas, wie soll ich sagen, Kaffee oder Schwarztee, um einfach wach zu bleiben. Bei mir reicht ein Glas Wasser. Denn ich habe mich schon so darauf gefreut, dass ich sowieso nicht müde geworden bin. Ich freue mich ja jede Woche auf diesen Livestream und bin froh, dass ihr da seid. Hi, Christian, Simi, hast du A2-Glas? Du meinst wahrscheinlich A2-Unterricht. Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich nur Unterricht für die etwas fortgeschrittenen Lerner. Aber ich kann dir gerne Lehrer vermitteln, denn wir haben Lehrer auf meiner Seite in meiner Online-Schule, die bestimmt gerne mit dir einen A2-Kurs, wie soll ich sagen, gestalten möchten. Hi, Beza, nur Götze, hallo. Genau, du kannst mich sonst gerne anschreiben oder mir eine Nachricht schicken, dann können wir mal sehen, ob wir einen passenden Lehrer für dich finden. Ansonsten richtet sich mein Unterricht persönlich an die hohen Sprachniveaus, im Normalfall ab B2. Genau, dort biete ich Kurse an. Hi, bitteschön, nichts zu danken, gerne, gerne. Ich habe leider nicht so viel Zeit, alle Kurse zu machen, deswegen habe ich mich einfach spezialisiert auf die hohen Sprachniveaus. Aber du wirst ja irgendwann auch dahin kommen und das ist eine Motivation, dann treffen wir uns einfach mal im B2-Kurs oder im C1-Kurs. Genau. Aber bleib da und versuch mal zu verstehen, ob du heute vielleicht sogar etwas lernst. Das wäre ja toll, wenn du schon etwas mitnimmst, obwohl es etwas schwieriger ist. Ich weiß, dass man natürlich nicht ein schweres Thema in einem A2-Kurs behandeln sollte, das ist ja klar. Aber ihr müsst euch überlegen, wenn ihr mal nach Deutschland kommt und auf der Straße versuchen möchtet, die Leute zu verstehen, müsst ihr ja gezwungenermaßen die höheren Sprachniveaus auch verstehen. Daher, üb mal ein bisschen. Alexander, mein Freund aus Serbien. Ey, du bist auch mal wieder bei mir. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Du bist ja auf den ganzen anderen Instagram-Kanälen und so hängen geblieben. Ja, das habe ich gesehen. Nein, ist okay. Also lernt mit allen Lehrern, mit denen ihr lernen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr dann irgendwann mal wieder zurückkommt. Hi. Semi, genau. Hi Oma, Hassan. Hey, du bist auch da. Du bist auch immer pünktlich, ey. Das ist ja gut. Habt ihr euch das eingeplant, dieses Meeting hier? Oder warum seid ihr immer da? Hallo allerseits. Hi Ismet. Hi Sina. Und hi Merisim. Ich würde es ja gern wieder auf euren Muttersprachen sagen. Schönen guten Abend. Ich habe leider meine Notizen nicht da, sonst würde ich das wieder auf euren Sprachen tun. Ey, Yasan, wir haben heute geschrieben auf YouTube, oder? Ich erinnere mich. Und du bist hier. Wirklich Respekt. Danke, dass du da bist. Du stehst zu deinem Wort. Das freut mich. Schön, dass du da bist. Das freut mich natürlich. Und ich hoffe, dass du auch was lernst. Denn dieser Livestream am Mittwoch ist ja immer so eine Möglichkeit, mich ein bisschen privat kennenzulernen und zu überlegen, ob ihr eventuell auch mal Lust habt, einen Unterricht bei mir zu buchen. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich hier kostenfrei lernen. Deswegen ist das für uns alle ja wirklich ein tolles Angebot. Wir unterhalten uns ein bisschen. Ihr habt Spaß, hoffe ich, profitiert. Und wenn ihr mal Lust habt, mit mir einen Kurs zu machen, dann bucht ihr einen und ich freue mich natürlich auch. Aber ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Also keine Sorge. Ja, genau. Dann Hifa und Dalan, hi. Neue Namen. Ich glaube, ihr seid neu dazu gestoßen. Das freut mich natürlich. Und ich hoffe, meine Studis, sind die schon da? Ey, Monem, bist du hier? Baka, bist du da? Wenn nicht, auch okay. Und meine ehemaligen Studis, ich hoffe, ihr kommt noch dazu. Denn ich freue mich natürlich immer über die Studenten, die ich schon wirklich kennengelernt habe in den Videokonferenzen.
denn so bleibt man irgendwie in Kontakt und das ist halt einfach schön. Ja, das ist persönlicher als jetzt nur auf den ganzen Portalen, die man so kennt, weil wir uns ja hier treffen. Freut mich auch, Boxy im Co., genau. Schaue sowohl im Menü gegen. Ah, ich hab mal. Das ist immer das Problem mittwochs, ne? Ich krieg dann gar nicht mehr mit, was im Fußball so geschieht. Aber egal. Nomingerel Bad Erdene. Dank ich Ihnen habe ich heute DSH. Echt? Yes! Dank mir hast du heute die DSH bestanden. Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es deine Leistung, denn bei mir lernt ihr nur einen Bruchteil, also einen minimalen Teil der Prüfung. Aber freut mich über das Kompliment. Super geil. Ist mit leider geil. Ist das echt so gut, das Spiel? Ah Mann, ey, wie steht es denn da? Hey, jetzt muss ich aber. Nein, ich arbeite ja jetzt mit euch. Wie steht es da? Schreibt mal in den Chat, wie es da steht. Ich bin ja ein Ronaldo-Fan. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, ihr Messi-Fans hier draußen. Aber wie geht es da? Wie steht's da? Schreibt's einfach mal. Ich folge vielen, nur lerne ich von dir. Oh, Alexander. Ach, danke. Ja, Alexander, du weißt, ich bin ja nicht so aktiv, ne, auf den Kanälen. Das tut mir auch wirklich leid. Ich habe wirklich keine Zeit, da jeden Tag mein Handy in mein Gesicht zu halten, um irgendeinen Quark zu erzählen. Aber wenn ihr hier hinkommt, dann freue ich mich sehr und ich bin froh, dass ihr über andere Leute und Kanäle auch noch lernt. Also bitte lernt über alle, die euch irgendwie dazu bringen, besser zu werden. Bitte lernt nicht einfach irgendwie nur Deutsch ohne Plan, weil das bringt euch herzlich wenig. Bitte achtet darauf, auch strukturiert zu lernen. Das geht halt meistens bei den ganzen sozialen Medien nicht so gut. Das ist dann doch eher Spaß als Lernen. Genau. Hey Martin, hi. Ey Leute, also wir machen mal einen Deal. Bitte versucht mich ab und zu mal auf dem neuesten Stand zu halten, was Fußball betrifft. Ja, ManU gegen Atletico Madrid. Ich auch Big Fan von CR7. Ja, ich auch. Ich bin auch ein Fan von ihm, weil harte Arbeit hat es einfach gebracht, den Erfolg und die Einstellung habe ich natürlich auch und gebe die an euch weiter. Wenn ihr hart daran arbeitet, dann werdet ihr besser, besteht die Prüfung und habt dann schon bald einen Job in der Tasche, wenn ihr es anstrebt, auch mal vielleicht hier zu arbeiten, wenn ihr nicht schon in Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, keine Ahnung, wo wohnt. Gut. Dann noch jemand hat die Prüfung bestanden wegen mir oder was? Durch deine Prüfung? Nach jetzt hör auf, ey, Jasan. Also, ich bedanke mich für eure Komplimente, aber ich weiß, dass ihr das bestanden habt, weil ihr so diszipliniert gelernt habt. Wenn ich da einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, bin ich extrem stolz und freue mich, dass ihr das zu schätzen wisst, aber ihr habt das geschafft. Und das solltet ihr euch einfach mal merken. Ihr habt es geschafft. Und darauf könnt ihr stolz sein. B2 ist echt schon ein super Niveau. C1 ist das nächste dann. Das reicht dann auch. Mit B2 könnt ihr schon Arbeit finden. Also keine Sorge. Dann Alexander, du bist wieder da. Dann Hiefer, was schreibst du? Ja, leider habe ich nicht so viel Zeit mit zwei Kindern, aber lerne ich B2 von deinen Videos. Super. Hiefer, mir geht das auch so. Ich habe auch zwei. Also wir haben eine Gemeinsamkeit. Richtig, genau, ihr müsst CR7 beim Lernen sein. Das heißt, die ganze Zeit, jeden Tag müsst ihr lernen. Danke, Konstanz Kreis singen. Oh, Konstanz, boah, der Hammer. Ey, da komme ich auch, also nein, da komme ich nicht her, aber ich habe dort studiert. Ja, und zwar in Konstanz am Bodensee. Ah, Leute, wenn ihr nach Deutschland kommt, ihr müsst den Bodenseekreis angucken. Es ist so schön dort, das kann ich euch sagen, aus Erfahrung. Ist mein persönlicher Lieblingsort. Wenn mir jemand ein Haus schenkt dort, komme ich gerne zurück. Investoren, wo seid ihr? Schenkt mir ein Haus. Ich komme nach Konstanz und bleibe dort. Ja, nein, also ich habe leider keine Wohnung dort, sonst wäre ich dort. Es ist sehr schön. Ich bin in Heidelberg. Auch okay, aber Konstanz ist besser, meiner Meinung nach. Okay, gut. Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind 44 an der Zahl. Das ist eine super Zahl, finde ich. Für diese Uhrzeit muss man sagen, denn würde ich früher Tut mir streamen, leid, wären ich wir habe dich nicht wahrscheinlich. verstanden. Der Google redet wieder mit mir. Hey Google, ich habe nicht Hey Google gesagt. Zu einer früheren Zeit wären wir ja wahrscheinlich noch mehrere, aber das ist auch super so. 40 Leute, das ist ein voller Kursraum. Du bist noch Teil meines Erfolgs. Ey, ja. C1 habe ich schon bestanden, aber Nominalisierung ist mein Lieblingsthema. Ich finde das so gut, dass euch das Thema so interessiert.
Mich interessiert es auch, ey, ernsthaft jetzt. Und ich finde das wirklich gut, dass ihr Spaß daran habt. Ich würde auch sagen, jetzt, hi, Hernan, warst du nicht der, der bei mir einen Konversationskurs buchen wollte? Oder täusche ich mich da jetzt? Wir haben noch zwei Plätze. Buche ihn, jetzt! Moin, ey Knut, du bist auch da. Ne, moin. Ey Knut, kommst du eigentlich aus dem Norden oder woher kommst du? Das hast du mir bestimmt schon gesagt, nur ich hab's vergessen. Schreib's doch einfach mal in den Chat. Übrigens ist Knut immer eine Riesenhilfe im Chat. Schaut mal ein bisschen auf ihn. Knut ist Muttersprachler, allerdings auch jemand, der was von Sprachen versteht. Also nicht nur ein Muttersprachler, der halt nur so seinen Senf dazu gibt. Ja? Seinen Senf dazugeben ist einfach irgendetwas sagen. Ne? Er versteht das schon und er ist eine große Hilfe und wird euch dabei helfen, ja, eure Antworten zu korrigieren, etwas besser zu verstehen und so weiter. Vor der dänischen Grenze, ach, da ganz oben. Ah ja, super. Ja, ich habe mal in Kiel gewohnt. Das ist ja nicht ganz so weit entfernt von dir dann in dem Fall. Dann bist du da in Flensburg in der Nähe, ne? Super. Dann bist du ja echt so ein Fischkopf. Du Fischkopf da oben. Gut. Nee, aber die Fischköppe da oben sind, falls ihr mal nach Deutschland geht, kulturelles Wissen hier, kann ich euch erklären. Weiter nördlich sind die Leute schon ein bisschen kühler, so wie das Wetter. Aber ernsthaft gibt es da wirklich richtig gute Leute. Ihr müsst nur die harte Schale durchdringen und dann könntet ihr echt gute Freunde finden. Ja, das stimmt allerdings. Nee, aber ich kenne die Ecke da oben auch. Kiel gefiel mir jetzt persönlich nicht so. Ich hoffe, ihr seid keine Kieler. War mir irgendwie, gefiel mir einfach nicht, die Ecke da oben. Aber trotzdem gibt es da schöne Ecken, klar, logisch. Da oben am Wasser, das hat schon auch seinen Reiz. Das hätte sich ja ergeben können. Jetzt bin ich halt in Heidelberg, aber so wie das Leben halt ist, ne? Da gibt es immer neue Möglichkeiten und neue Orte. Und deshalb zieht es einen dann auch mal woanders hin. Aber ja, schön da oben. Habe in Kiel studiert. Ja, ich habe es da nicht lange ausgehalten. Aber du kennst es ja dann. Ist echt keine schöne Stadt. Naja, gut. Leute, ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden jetzt loslegen. Und ich werde mein Sprechtempo wieder etwas drosseln, das heißt verlangsamen, reduzieren, dass ihr mich verstehen könnt. Wir beginnen mit der ersten Übung. Und jetzt geht es wie immer um die Nominalisierung und Verbalisierung oder wie so oft. Und ihr seht einen Beispielsatz und sollt diesen bitte im Chat beantworten oder die Aufgabenstellung beantworten. Und dann werden wir danach die Lösung besprechen, sofern ihr die nicht schon von irgendwelchen anderen Lernenden hören werdet. Ich schalte das ganz kurz um und hier seht ihr den ersten Satz. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt, das habe ich heute Nachmittag auf die Schnelle gemacht. Gut, ich lese nochmal die Aufgabenstellung vor für alle, die jetzt ganz neu sind und dann den Beispielsatz. Die Aufgabenstellung lautet: Formen Sie den unterstrichenen Satzteil um, ohne den Inhalt des Satzes zu verändern. Der Satz lautet: Die Fluggesellschaft sieht trotz des enormen Einbruchs des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie vor Entlassungen von Piloten ab. Sehr schwieriger Satz. Und was ihr hier tun sollt, ist, ihr sollt diesen unterstrichenen Teil versuchen umzuformulieren. Hier steht jetzt nicht, in welche Richtung. Das kann jetzt sein, dass ihr es nominalisieren sollt oder verbalisieren sollt. Weil es der erste Satz ist, sage ich euch erstmal, was ihr tun sollt. Hier seht ihr sehr viele, also Nomen, ne? Einbruchs, Luftverkehrs, Corona-Pandemie. Und das deutet darauf hin, dass das der Nominalstil ist. Das bedeutet wiederum, dass ihr jetzt verbalisieren sollt. Ja, den ersten Satz machen wir so ein bisschen gemeinsam. Ich gebe euch einen Tipp, okay? Das macht es einfach mal farbig. Trotz, ja, darum geht es, ist die Präposition. Ihr sollt jetzt versuchen, diese Präpositionalphrase hier zu verbalisieren. Das heißt, einen Nebensatz zu bilden, einen adverbialen Nebensatz. Genau genommen einen konzessiven Nebensatz. So, jetzt die Aufgabe an euch. Ihr sollt das bearbeiten und ich lehne mich zurück und beobachte das erstmal. Denn ich möchte keine Lösungen vorgeben. So, was ist mit Nadeid? Hallo, ich bin zum ersten Mal mit euch dabei und freue mich darüber. Aber wie ist es möglich, auch im B2 teilzunehmen? Nadeida, also redest du von Sprachkursen? Wenn du von Sprachkursen sprichst,
Du hast ja oben, ne, im Chat, wenn du ganz hoch scrollst, gibt es so Tipps. Dort hast du einen Link zu meiner Online-Schule. Dort kannst du mal nachsehen, was, je nachdem, was du brauchst. Derzeit biete ich keinen B2-Kurs an, da ich das zeitlich gar nicht schaffe. Derzeit biete ich jeden Monat einen Grammatikkurs an und der richtet sich an B2 und C1. Da kannst du gerne dann teilnehmen. Der nächste beginnt im März, also nächste Woche. Kannst du gerne mal nachsehen. Darüber spreche ich aber auch nachher nochmal. Hi, ey, Arabischlehrerin. Ja, dann Hifa, kannst du mir irgendwann mal Arabisch beibringen? Ehrlich. Also ich finde Arabisch äußerst interessant, muss ich wirklich gestehen. Auch Türkisch finde ich sehr interessant. Das liegt halt auch daran, dass sehr viele Türkischsprecher hier in Deutschland sind. Aber ich finde das irgendwie interessant. Das ist halt auch Geschmackssache, logisch. Nein, nicht jeder findet die Sprachen interessant. Ich finde diese zwei Sprachen wirklich interessant, vor allem Arabisch auch. Mal sehen, vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Das ist immer so die Frage, ne? Die Zeit ist immer das Problem. Okay, du bist ihr Zwilling Uras Chaykiyagaloruluglu. Ist es dieser Schauspieler da aus der Türkei? Oder das, ich habe das nämlich nicht zum ersten Mal gehört. Der Name ist ja türkisch, oder? Ich weiß, dass einige mich mit einem türkischen Schauspieler verwechseln. Ich habe dann auch mal nachgesehen, wie der aussieht, aber ich konnte mich dann nicht so ganz wiedererkennen. Aber danke für das Kompliment. Also solltet ihr ihn hübsch finden oder so. Und wenn nicht, auch egal. Aber ja, danke. Oder auch nicht. Dann, wen gibt's noch? Jirka. Oh, Jiri, hi, du bist da. Hallo Jiri, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, dein Umzug ist vorbei. Meine Muttersprache. Ja, kannst du mir auch mal beibringen, wenn du magst. Monem, du bist da. Yo, Monem. So ist es. Ist ein Insider. Monem, schön, dass du da bist. Du hast es geschafft. Also, wenn du jetzt schlafen gehen willst, keine Sorge. Ich habe jetzt vermerkt, dass du heute da warst. Dann kannst du morgen im Unterricht ganz entspannt sein. Nein, versuch mal den Satz zu lösen, Monem. Das wird ja morgen auch Thema des Grammatik-Crashkurses sein, also versuch das doch mal. In Stuttgart, ja, ich bin in Heidelberg. Vielleicht treffen wir uns demnächst mal. Hifa. Ich bringe gern dir Türkisch bei. Ey, cool, ey, so viele Angebote. Ja, dann machen wir Tandem irgendwann. Der wichtigste Satz als Surflehrer in Ägypten. Ma fisch aber. Es gibt keinen Wind mehr. Ey! Knut! Was ist Surflehrer? Ist ja echt interessant. Wie ist es? Okay, Alex Light. Yasan, okay, ich muss mal ganz kurz schauen, was hier passiert. Sonst, also entschuldigt, wenn ich nicht auf eure Kommentare antworte. Ich gucke mal auch, was die so schreiben, denn ich wollte ja auch ein bisschen unterstützen. Okay, hier oben angefangen. Bei Jiri. Jiri, das hört sich schon mal sehr gut an. Auf den ersten Blick sieht das genauso aus, wie ich das will. Dann schauen wir mal weiter runter. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, nicht, dass jemand. Ich möchte immer, also, dass ihr das versteht, dass jeder so die Möglichkeit hat, die Antwort zu notieren, denn ihr müsst überlegen, wenn ihr das jetzt schreibt und merkt, dass es richtig ist, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass ihr es in der Prüfung auch richtig macht. Ist ja logisch. Aber wenn ihr schreibt und merkt, da sind noch Fehler und ich erkläre euch dann, woran das liegt, dann wisst ihr, woran ihr arbeiten sollt. Und das ist ja genau das Ziel. Ihr sollt erkennen, was muss ich wiederholen? Wo muss ich, ist noch Verbesserungsbedarf? Und was fehlt mir einfach noch, um die Prüfung dann erfolgreich abzuschließen? Das machen wir hier. Hi, Heike. Da lache ich wieder. Ich verrate nicht zu viel, ja? Aber hi. Dann, wen gibt es hier noch? Alex Light, obwohl die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr enorm eingebrochen. Alex, das ist gut vom Beginn her schon mal, obwohl es schon mal sehr gut, auch dass du dann die Corona-Pandemie nennst. Das passt aber von der Logik her nicht mehr so ganz. Ja, und dann, wenn du halt einen Nebensatz bildest, müsstest du auch schauen, dass das Verb, das konjugierte Verb, bei dir das finite Verb jetzt hier, das Hilfsverb, muss am Ende des Satzes stehen. Ne? Das ist ja auch etwas, das ihr lernt, wenn ihr einen Nebensatz bildet. Obwohl leitet ein Nebensatz ein. Vielleicht hast du daran ein Problem gehabt noch.
Ihr sollt einen Nebensatz bilden. So, zurück zur Übung. Genau, so sieht es nämlich aus. Zurück zur Übung. Jetzt geht's ja los. Ey, wir sind 56 Leute, das finde ich gut. Nicht Manchester vergessen, schreibt mal das doch in den Chat, bitte. Moin Heike, schreibt er. Moin Heike. Norddeutsch für Hallo. Knut, die kann ganz sicher gut, sehr gut Deutsch. Das kann ich dir versichern. So, wie sieht's hier aus? Obwohl ein enormer Einbruch des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie stattgefunden hat, sieht die Fluggesellschaft Vorentlassung der Piloten ab. Martin, da muss ich erstmal auch sagen, das geht auch, das ist eine Alternative. Ich muss nur ganz schauen, ganz kurz nochmal gucken, was du da jetzt gemacht hast. Ein enormer Einbruch des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie. Ah, stattgefunden hat. Okay. Das wäre sogar möglich. Ich gehe jetzt erstmal auf das von Jiri ein und dann sprechen wir einfach nochmal, was ihr beachten müsst. Ne? Ganz kurz. Also, die Fluggesellschaft. Fluggesellschaft sieht Vorentlassungen von oder der Piloten, kann man auch sagen, von oder der Piloten ab. Von ist ein bisschen allgemeiner, der ist eine spezifische Gruppe dann. Und jetzt, genau darum geht es ja. Ein Teil bleibt ja immer gleich. Ihr seht, ich habe jetzt nichts Neues gemacht. Das ist alles schon, steht schon im ersten Satz. Die Fluggesellschaft, hier, die Fluggesellschaft sieht Vorentlassung von Piloten ab. So, was müsst ihr jetzt tun? Jetzt habt ihr trotz, und das ist ja eine Präpositionalphrase in einem Hauptsatz und ihr sollt jetzt einen Nebensatz bilden. Das Wichtigste ist, ihr müsst einfach nur die Tabelle lernen, die ihr entweder auf meinem Blog findet oder sonst wo im Internet und euch überlegen, welche Alternativen gibt es. Das eine wäre obwohl. Ich weiß, es gibt auch ob schon oder obgleich und sonstige Dinge, aber obwohl passt und das ist die, die wir am meisten benutzen, nutzt die. Fertig. Hola Ismael, todo bien contigo. Das ist der erste Schritt. Ich werde das ganz kurz markieren, das in gelb. Obwohl, erster Schritt, noch nicht richtig natürlich, ne? Das ist ja noch nicht alles. So, obwohl der Luftverkehr, das markiere ich ganz kurz, wir haben ja hier trotz des enormen Einbruchs des Luftverkehrs, so hier ein Genitivattribut. Die Farben, also lasst euch nicht irritieren von den Farben. Ich weiß, es gibt bestimmte Konventionen, wie man welche Farben nutzt und so weiter. Ich mache das jetzt nur, was jetzt einfach schneller geht. So. Genitivattribut. Aber jetzt haben wir ja kein Genitivattribut mehr, sondern ein Subjekt. Obwohl, was denn? Was ist enorm eingebrochen? Der Luftverkehr. Darum geht es in diesem Satz. Das Subjekt. Obwohl der Luftverkehr durch die Corona-Pandemie. Ich werde das gleich farblich noch ändern, das ist nämlich nicht richtig. Das muss man jetzt hier noch so markieren. Einen Moment. Ja, jetzt markiert er alles. Das wird ohne Farbe sein. Genau, durch die Corona-Pandemie enorm eingebrochen ist. Eingebrochen ist. Punkt. So, nochmal kurz schauen. Hatte das Jiri auch so? Genauso? Wo ist denn Jiris Antwort? Jiri, 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 wo bist du? Da oben. Ja, jetzt finde ich dich nicht mehr. Ich vermute schon, dass das so war. Ja, genau. Jiri hatte das richtig. Also, wichtig hier nochmal, also das Genitivattribut wird zum Subjekt und dann müsst ihr halt aufpassen, was wir hier für Nomen haben. Das ist immer ganz zentral, wenn ihr diese Übungen bearbeitet. Ihr habt jetzt diese Präposition mit einer Nominalphrase im Genitiv. Viele Fachbegriffe, ich weiß, das müsst ihr gar nicht wissen, wenn ihr wisst, wie das geht, aber es hilft. Und ihr kennt das auch an den Endungen des Einbruchs, eine Genitivendung. Und ihr sollt dieses des enormen Einbruchs verändern. Dieses Nomen hier wird zu einem Verb. Das ist ganz zentral in diesem Satz. Und das werde ich einfach mal ganz kurz markieren. Eingebrochen ist. So. Auch noch wichtig, dieses enormen, also dieses Adjektiv hier, ich mache das mal in pink, das wird hier zu enorm. Das ist ganz zentral und das sind einfach Schritte, die ihr beherrschen müsst. Wichtig hier, wenn ihr den Verbalstil nutzt, also diesen Nebensatz, das enorm bezieht sich auf eingebrochen sein. Ja?
Wie, inwiefern oder wie ist das eingebrochen? Es beschreibt etwas Modales hier eigentlich. Ja? Wie? Adverbial. Es wird adverbial gebraucht. Ihr könnt danach fragen, wie? Und die Antwort wäre enorm. Es bezieht sich auf das Verb. Und das Coole ist, wenn ihr das im anderen, im ersten Satz seht, enorm bezieht sich auf das Nomen dann. Ist ja Nominalstil. Ist ja logisch. Was ihr aber berücksichtigen müsst, wenn ihr so eine Nominalphrase habt, ist enorm natürlich ein Adjektiv. Und das braucht die Adjektivendung, wenn das nach einem Artikel und vor dem Nomen steht. Es wird attributiv gebraucht. Ich weiß, das klingt erstmal komplex, aber die Übung macht ja den Meister, das sage ich ja andauernd dazu. Übt das in beide Richtungen. Macht einmal Nominalisierung zur Verbalisierung, Verbalisierung zur Nominalisierung, hin und her. Und dann ist das irgendwann automatisch. Zack, 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 zack. Genau. Gut, ich denke, das war erstmal alles. Jetzt mal kurz gucken, was ihr im Chat schreibt. Fast eingebrochen ist, genau. Zustandspassiv. Nee. Gar nicht eingebrochen, nee, gar nicht zustandspassiv, nee. Es ist kein Ismet, Ed Knut. Ich muss mal kurz schauen, ob ihr Antworten habt da schon. Sehr gut, etwas anders formuliert, aber trotzdem richtig. Genau, so sehe ich das auch. Prima, Martin, finde ich auch, sehr gut. Obwohl der Luftverkehr von der Corona-Pandemie enorm eingebuchtet wird. Ja, ist witzig, ist aber nicht ganz richtig, ne? Aber es ist witzig. Ist eingebrochen. Ist eingebrochen ist das Perfekt hier. Jawohl, danke sehr. Also Ismet, merkt ihr, das ist Perfekt und dieses Verb einbrechen, etwas wie, bricht ein, kann je nach Bedeutung, wie soll ich sagen, nur mit einer Nominativergänzung benutzt werden. Und dann kann es keinen Passivsatz bilden und in dem Fall auch kein Zustandspassiv. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendjemand etwas einbricht, dann ist die Bedeutung wieder anders. Ja, dann könnte man ja sagen, jemand bricht etwas ein, also, weiß ich nicht, eine Tür oder so, dann wäre es transitiv gebraucht und dann könnte man auch einen Passivsatz bilden. Das heißt, das müsst ihr auch lernen übrigens, manche Verben kann man transitiv oder auch intransitiv benutzen. Und ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel fahren. Ja? Ihr wisst, fahren ist, drückt eine Bewegung aus, aber ich kann einfach sagen, ja, ich fahre jetzt irgendwohin. Also mit einer direktionalen Ergänzung. Ich fahre in die Stadt. So, in die Stadt ist dann keine Angabe, sondern eine Ergänzung, weil ihr braucht diese Richtung. Ich fahre in die Stadt. So, aber ich kann auch sagen, ich fahre das Auto in die Stadt oder in die Werkstatt. Und dann wäre fahren nämlich transitiv. Und dann kann es auch passiv bilden. Also ziemlich komplex, aber wenn man die Funktion im Satz versteht, dann ist das auch echt einfach. Richtig einfach. Okay, gut. Ich rede heute zu viel. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin einfach noch wach heute. Ihr merkt es schon. Es war der Schwarztee heute Abend. Hey Monim, der Tipp mit dem Schwarztee, du, der war nicht schlecht so. Ne, hat man einmal... Hier, ein Syrer im Deutschkurs, schon trinkt man Schwarztee, du. Meine Güte, was für ein Einfluss ihr habt. Gut. Monem, hast du die Übung eigentlich richtig gemacht oder schläfst du schon? Sehr gut. Knut, ey, Knut, du wirst bald hier echt... Ich hoffe, du machst keinen Kanal auf, sonst werden wir hier Wettbewerb haben. Gibt's hier ein richtiges Battle. Nee, ich empfehle dich dann. Alles okay. Okay, super, das sieht doch gut aus. Kommt der Lieblingsverein von Patrick morgen weiter? Ey, was redet ihr über mich? Martin, ich bezweifle das. Ey, Jiri, man sei doch mal nicht so pessimistisch, wirklich. Morgen geht's richtig ab. Morgen geht's ab. Wie steht's beim Menü eigentlich? Muss ich schon selbst gucken, oder was? Manchester. Einfach mal Google. 1-0. Au. Warum? Was ist da los? Spielt Ronaldo nicht, oder was? Ich weiß, es liegt nicht mal an Ronaldo, aber Ronaldo ist einfach stark. Gut, Leute, Nummer 2, oder? Sehen wir uns den zweiten Satz an. Ich lese den Satz vor, bitte bearbeitet diesen Satz. Das Software-Startup... Oh, da ist ein Fehler drin. Zack.
hat sich darauf spezialisiert, Daten bestimmter Maschinen auszuwerten. Klingt gut. Ja, unterstrichen ist hier schon etwas. Ihr sollt nun erkennen, ob das ein Nebensatz ist, ob das Nominalstil ist. Und dann sollt ihr überlegen, wie kann man das denn jetzt hier nominalisieren? Denkt einfach mal nicht über die ganzen komischen Fachbegriffe nach, die ich jetzt gerade eben genannt habe, nur weil ich es halt mal gelernt habe. Ich bin jetzt auch nicht da besser oder so. Ich habe halt geübt. Ne? Das könnt ihr auch. Könnt ihr auch alles machen. Gar kein Problem. Ihr müsst das nur üben. Und danach könnt ihr genau das Gleiche erzählen wie ich auch. Versucht mal aus dem Bauch heraus, das Verb hier zu nehmen, zu nominalisieren und zu schauen, wie sich das andere so fügt. Vielleicht macht ihr es richtig. Und dann kriegt ihr vielleicht sogar schon ein Gefühl dafür, wie das funktioniert, ohne jetzt wirklich die Grammatik dahinter zu verstehen. Okay? Das könntet ihr auch mal probieren. Wenn das gar nicht funktioniert, je nachdem auch, was ihr für eine Muttersprache mitbringt, dann muss man einfach strategisch vorgehen und dann wirklich, so wie ich das mache, verstehen, was genau verändert wird. Dann kann man das so kalkulieren und dann funktioniert das auch. Ja, das ist dann schon ein bisschen mathematisch, aber es geht. Ja, das ist dann, oder Logik, das mit Logik zu tun. Okay, mindestens C1 hier. Ja, also es kommt immer drauf an. Ja, Knut hat schon recht. Sprachlich und Grammatik, das ist C1. Auf jeden Fall. Wie soll ich sagen? Also, ihr dürft das manchmal nicht verwechseln. Also, ich rede jetzt nicht mit Knut, sondern mit den Deutschlernern. Manchmal habt ihr einfach das Gefühl, dass ihr schon ein super Niveau habt, weil ihr jetzt vielleicht euch auf die Grammatik spezialisiert habt. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr C1 Grammatik könnt, auch ein C1 Niveau habt. Das solltet ihr nicht vergessen, denn dazu gehört ja auch, dass ihr sprechen könnt, also wirklich auf dem C1 Niveau. Und das ist wirklich nicht einfach. Ihr müsst sprechen. Denn es gibt Lerner, das kann ich euch aus Erfahrung sagen, die halt einen Kurs schreiben, Grammatiktest super schreiben, aber halt echt nicht gut verstehen und auch nicht reden können. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ihr wollt ja kommunizieren mit den Leuten vor Ort. Und deshalb sprecht immer, wenn es geht. Immer, wenn es geht, Deutsch. Nicht auf der Muttersprache. Versucht euch zu zwingen, Deutsch zu reden. Auch wenn es manchmal nervt, aber es wird euch, es wird sich auszahlen. Das kann ich euch sagen. Okay, ich rede jetzt mal nicht mehr so viel. Konzentriert euch bitte auf die Aufgabe. Bitte nominalisiert das. Ja san. Gut. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt auf Arabisch. Ey, das hast du gut gemacht. Kannst du ja mal in den Chat schreiben, wie man das sagt. Dann sage ich das gleich mal auf Arabisch zu dir. Aber schreib das so in den Chat, damit ich das sprechen kann. Ja? Versuch mal, deutsche Laute zu imitieren. Und dann schreib mal auf Arabisch, aber auf Deutsch. Das hast du toll gemacht. Dann sage ich das gleich mal zu dir. Dann lerne ich noch was. Servus, Katja. Hey Katja, was machst du hier? Freue mich, dass du da bist. Servus nach Österreich. Leute, wir haben eine Österreicherin hier im Chat. Sagt mal alle schön Servus. Die Nachbarn, Servus, auch willkommen. Jetzt fehlt noch die Schweiz. Wo ist denn die Schweizer hier? Gibt es hier Schweizer? Oder Schweizer? Mumtas. Wirklich? Mumtas. Ja, sagen, ob du ne, muss ein Mumtas. Sandra, aus der Schweiz. Grüezi. Schön, dann haben wir diese drei Länder schon. Es fehlt noch aus der Liechtenstein, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Sollten wir ja korrekt bleiben. Die Schweiz hat zu viel. Schweiz und Norddeutschland, ne? Da wird das mit der Kommunikation schon schwierig. Ich habe ja lange in Konstanz gewohnt. Oder Konstanz. Da gab es ja viele Schweizer. Und es war immer ganz schön. Also ich bin ja offen für Dialekte auch. Knut auch. Ich weiß, es gibt schönere und hässlichere Dialekte. Ist natürlich auch klar. Aber die Schweizer versteht man dann schon, wenn man sie öfter hört. Man geht schon. Schwäbisch, ja, das verstehe ich auch. Das finde ich auch ganz sympathisch. Ehrlich. Mehr Richtung Osten jetzt nicht unbedingt so. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber es liegt in meinen Ohren. Ist ja nicht schlimm. Ich meine es ja nicht böse. Ja, es gefällt mir halt nicht so. Wie beim Sprachenlernen. Ihr lernt ja auch Sprachen, die ihr irgendwie schön findet oder die ihr halt gerade wirklich braucht.
geht ja darum. Und bei Dialekten, bei mir so, manche finde ich halt schön, weil es im Ohr schön anhört, manche finde ich halt nicht schön. Ist ja nichts Schlimmes. Aus Stuttgart, ja, Servus. Oder wie sagt man da? Ja, Servus kann man sagen, ne? Gut, ey, ich bin heute voll daneben. Was passiert hier? Wer hat die Antwort? Das Software-Startup hat sich auf die Auswertung der Daten von bestimmten Maschinen spezialisiert. Das ist korrekt. Yasan. Marlon, das ist korrekt. Jirka, auch korrekt. Navid, auch korrekt. Das habt ihr verstanden, das scheint einfach zu sein. Das habe ich schon festgestellt. Diese Ergänzungssätze, das sind Ergänzungssätze übrigens, die scheinen den Leuten leichter zu fallen. Da hat man auch mehr Kontrolle irgendwie. Ich kann euch auch gleich sagen, woran das liegt. Hier haben wir erstmal das Konjunktional, na, Konjunktional, ich bin schon wieder ganz woanders. Pronominaladverb. Das bezieht sich dann, manche sagen auch Präpositionaladverb, aber ist egal, wie ihr es jetzt macht, kommt auf die Funktion an, aber es ist ein anderes Thema. Das hängt vom Verb ab, ne? Ihr wisst, spezialisieren oder sich spezialisieren auf etwas. Das gehört zusammen. Das lernt ihr so, dieses Verb. Reflexiv mit einem Präposition, mit einem Pronomen, mit einer Präposition. So, jetzt haben wir es. Und wenn ihr das jetzt hier erstmal seht, diesen Satz, dann seht ihr, da habt ihr ein Komma und dann fehlen noch Informationen, weil wenn ich jetzt lesen würde, das Software-Startup hat sich darauf spezialisiert, dann habe ich entweder vorher schon Informationen gegeben, die ihr jetzt braucht, um das zu verstehen, oder die folgen halt noch, die Informationen. In diesem Satz folgen die Informationen noch. Weil wenn ich jetzt sage, das Software-Startup hat sich darauf spezialisiert, dann denkt ihr, hä, ja, worauf denn? Daten bestimmter Maschinen auszuwerten. Das ist die Antwort. So, das heißt, das ist eine Ergänzung, die vom Verb und der Präposition gefordert wird. Ein Ergänzungssatz, deshalb. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Was braucht ihr hier? Erstmal gar nicht so viel. Ihr müsst erstmal aufschreiben, was hier steht. Das Software-Startup. Genau. Hat sich. So, und wenn ihr jetzt dieses Verb habt mit dem Pronominaladverb, müsst ihr einfach nur einen Teil streichen, also dieses da oder dieses dar. Ihr könnt dann so einen Strich da durchmachen. Wo geht denn das? Ah, oh Gott, ey. Ich finde nie die Sachen. Ah, hier, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Hat sich auf. Spezialisiert. So könnt ihr erstmal anfangen, wirklich. Spezialisiert. Das heißt, ihr macht erstmal das Grundgerüst, da müsst ihr noch gar nicht viel für verstehen. Ja, ihr müsst einfach mal diesen Satz aufschreiben. So, Punkt. Hauptsatz. Ganz einfach. Echt wirklich einfach. Dann kommt aber der relevante Teil. Ihr müsst jetzt diese Präposition nehmen, dann wissen, ja, mit welchem Kasus steht es, Dativ, Akkusativ oder so und so weiter. Und müsst dann das Verb anschauen, auswerten. Dann muss euch einfallen, ah, Auswertung. Auf Auswertung, der, die, das, die Auswertung im Akkusativ. Auswertung. So, dann machen wir das auch mal gelb. Dann seht ihr auch gleich, was wir hier gemacht haben. Ist ja echt einfach, oder? Auf die Auswertung und der Rest bleibt stehen. Das heißt, ihr müsst hier eigentlich nur diese zwei Schritte beachten. Oder sind das zwei? Ja, genau. Ihr streicht dieses Adverb weg, dieses da. Behaltet nur die Präposition und nominalisiert das Verb. Fertig. Klingt einfach. Ist es auch. Von Daten bestimmter Maschinen. Fertig. Auswertung. Und schon habt ihr den Punkt in der Tasche. Gut, ich gehe nochmal in den Chat rein. Ich warte ungeduldig auf Konversation. Oh, ich warte ungeduldig auf unseren Konversationskurs. Das ist ja toll. Ja, hier habt ihr noch eine Studentin aus meinem Kurs. Monem ist einer, der gerade in meinem Grammatikkurs sitzt. Und Katja wird im nächsten Monat bei mir eine von zwei Studentinnen im Konversationskurs sein. Es gibt aber noch zwei Plätze. Deswegen, Leute, ich schieße da jetzt einfach mal los. Hier. Das jetzt nicht. Schaut mal her, wo ist der Ups, Konversationskurs? Und zwar hier. Ah, jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Seht ihr was? Ich auch nicht. Einen Moment. Ah, es ist weg. Da muss ich gleich nochmal öffnen. Nicht schlimm. Ist ja auch alles live hier, wie ihr sehen könnt. Aber ihr seht mich ja wenigstens noch. Wartet mal ganz kurz im Chat. Ich muss mal kurz mein Fenster öffnen. Ist gerade zugegangen. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt passieren konnte.
Aber ich öffne das jetzt einfach nochmal neu. Ich hatte nämlich gerade noch meine Online-Schule auf und die wollte ich euch ganz kurz zeigen, damit ihr sehen könnt, was wir denn hier für Kurse hatten. Wenn es Dativ ist, versteht man klar. Warte mal. Ramazan. Wenn man nicht weiß, ob es Dativ oder Akkusativ ist, ist 100% Akkusativ. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das würde ich jetzt mal nicht unterschreiben. Lernt das bitte immer dazu. Aber wenn du Glück hast, dann kann das funktionieren, diese Technik. Musst du nur ein bisschen Glück haben. Gut, ich muss noch mal ganz kurz ins Programm rein. Da hat sich ja gerade ein Fenster geschlossen, wie ihr offensichtlich gesehen habt. Das sollte aber jetzt wieder da sein. Ihr solltet es jetzt erkennen können. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben, dass man nicht alles hier so sehen kann, was ich hier so mache. Gut, jetzt bin ich wieder da. Ihr seht, es ist live. Ja, da passiert halt live, passiert auch immer was, ne? Dass es nicht so läuft, wie man geplant hat. Aber es macht ja nichts. Ist Monem aus Mannheim? Ja, ey Martin, das ist genau das, was ich zu ihm gesagt habe. Ich habe gesagt, hey Monem, das ist echt, erinnert mich immer an Mannheim. Wirklich. Er kommt nicht aus Mannheim, aber heißt Monem. Und weil ich ja in Heidelberg wohne und ich das dann auch höre, wie sie hier sprechen oder auch dort drüben dann, ja, ich komme aus Monem, ist das immer so die Parallelität. Ich denke das auch immer, dass er aus Mannheim kommt. Nee. Okay. So. Leute. Hier zu meiner Online-Schule. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Wir haben hier Katja und sie ist in meinem Konversationskurs nächsten Monat. Der beginnt nicht, wie es hier online steht, am 1. März. Das ist halt jetzt noch ja, die Information, die da halt online ist, sondern am 7. März und dauert voraussichtlich 2 Monate, aber eigentlich 20 Einheiten. Ja? 20 Einheiten bzw. 20 Stunden. Und in diesem Konversationskurs solltet ihr auf jeden Fall das B2 oder C1 Niveau haben. Denn die anderen beiden Studentinnen, die dort schon sind, die haben dieses Niveau. Und es geht darum, euch einfach erstmal sprachlich fit zu machen, dass ihr fließend ja, an alltäglichen Themen teilnehmen könnt und natürlich auch auf die Prüfung fit zu machen. Wenn ihr zum Beispiel Interesse habt, eine mündliche Prüfung oder generell eine C1-Prüfung abzulegen, müsst ihr ja auch eine mündliche Prüfung ablegen. Auch das ist im Fokus dieses Konversationskurs, dass wir dann auch vielfältige Themen auswählen, die euch dann auf eventuelle Themen in der Prüfung vorbereiten. Man kann das ja nie vorhersagen. Ich weiß ja nicht, welches Thema die Prüfer dort vorgelegt bekommen. Aber das wird gelernt. Und wenn ihr auch die Aussprache verbessern möchtet, das ist ja ein Teil davon, das ist Konversation hauptsächlich. Klar, es geht um Reden, ne? Bla 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 bla. Darum geht es in erster Linie. Aber auch Unterstützung bei der Aussprache. Es wird dann wirklich geschaut, wo ihr noch etwas verbessern könnt, um eure Aussprache ja, zu optimieren. Ich kann euch das konkret sagen, dass das halt manchmal nicht geht, dass man wirklich akzentfrei spricht. Auch wenn andere Lehrer damit fälschlicherweise werben, dann haben die nie Forschungsliteratur gelesen, denn es gibt kritische Perioden, die wirklich wissenschaftlich belegt sind, dass es ab einem bestimmten Alter nicht mehr möglich ist, akzentfrei zu sprechen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ihr müsst das ja auch gar nicht. Ein bestimmter Akzent ist ja auch überhaupt nicht schlimm und auch nicht nachteilig. Ihr könnt das immer verbessern und darum geht es in diesem Kurs. Aber akzentfrei geht ab einem gewissen Alter schon gar nicht mehr. Okay? Das solltet ihr wissen, denn ich bin da einfach transparent und ehrlich. Wenn ihr woanders was anderes hört, dann kann ich euch schon mal sagen, dass es nicht stimmt. Okay? Das solltet ihr im Hinterkopf behalten und ich zeige euch das ganz kurz. Heute mache ich nicht so viel Werbung zu meiner Online-Schule. Wenn ihr Interesse habt, bitte überlegt euch, es gibt noch 2 Plätze im Konversationskurs mit mir und 2 netten Studentinnen. Auch nicht schlecht, oder? Und im Grammatikkurs habe ich bisher erst einen Kandidaten oder was, eine Kandidatin? Ich glaube eine Kandidatin, die sich angemeldet hat und dort fehlen noch 3 Plätze. Erfahrungsgemäß melden die sich immer erst später an, also kurz vor knapp. Aber wie gesagt, es ist besser, wenn wir zu 4 sind, als nur zu 2. Also zu 2 ist dann auch ein bisschen Druck auf euch, weil ihr halt wirklich extrem mit mir zu tun habt und konfrontiert werdet. Zu 4 ist es dynamischer und ihr lernt auch voneinander. Und das Coole ist, dass man immer so eine kleine Gruppe halt bildet, so eine kleine Familie in diesen 4 Wochen. Das ist irgendwie immer so. Was garantiert ist, ist, dass ihr alle Zugriff auf die WhatsApp-Gruppe habt. Das heißt, das ist auch ein Vorteil an dem Kurs. Ihr könnt dann dort mal kurz eine Frage stellen, auch eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey Patrick, ich habe da nochmal eine Frage.
Was kann ich tun, um diese Aufgabe zu lösen? Oder wie spricht man dieses bestimmte Wort aus? Oder kannst du noch mal kurz gucken, was hier das Problem ist? Das kann man alles in der WhatsApp-Gruppe klären. Deshalb schaut einfach, wir sind sehr nett. Ja, das glaube ich dir. Ich habe dich ja schon kennengelernt. Genau, das ist das, was wir halt machen. Und wenn ihr Interesse habt, schaut auf meine Online-Schule vorbei. Ihr müsst nur den Link ganz oben im Chat anklicken, auf deutschkurs.sprachekulturkommunikation.com gehen und dann findet ihr schon Deutschkurse. Dann könnt ihr einfach auf unsere Deutschkurse klicken, hier, zack. Und dann seht ihr schon ein neues Fenster mit meinem Einzelunterricht beispielsweise hier, dem Grammatik-Crash-Kurs. Das ist der Kurs, der jetzt jeden Monat geplant ist, weil die Nachfrage dort hoch ist. Und ich hoffe, dass jetzt halt auch im März der voll wird, weil wie gesagt, eine wäre halt doch wenig. Da könnt ihr dann diesen Kurs buchen. In diesem Kurs übrigens, klar, das kostet 300 Euro, das sind allerdings 4 Wochen und das jeden Tag. Das ist einfach mit mir, ne? Das ist jeden Tag mit mir Unterricht. Das heißt, so viel ist das dann auch nicht. Ich weiß klar, in welchem Land man wohnt. Wenn man in Deutschland wohnt und einen Kurs kauft, dann ist das eher normal, dieser Preis. Zu diesem Kurs gehört aber auch mein Online-Kurs. Das heißt, wenn ihr diesen Kurs bucht, habt ihr 20 Einheiten mit mir. Wirklich per Videokonferenz in einem Tool, das nicht Zoom und nicht Skype und nicht so andere Dinger sind, sondern was anderes, ja, was Cooles. Und ihr habt meinen Online-Kurs. Dort könnt ihr dann Videos anschauen und also die nicht auf YouTube sind und Übungen machen zu diesen Themen, die wir auch hier in den Livestreams bearbeiten und natürlich diese ganzen Themen, die ihr hier auf meiner Internetseite lest. Das sind sehr viele Themen. Und alles B2 und C1 relevant. Noch etwas, was ganz wichtig ist, man wird direkt in der ersten Sitzung klären, was ihr so für Schwerpunkte habt, was ihr braucht. Und dann werde ich das immer anpassen. Ich habe keine vorgekauten Kurse, die dann immer gleich sind, sondern die werden immer angepasst. Okay? Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Ja, schreibt mir eine Mail oder auf YouTube in den Kommentaren und so weiter. Der Kurs ist immer von Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. 4 Wochen lang und ja, mit mir. Ich hoffe, das reicht euch als Motivation. Wenn ihr Grammatik lernen wollt und müsst, dann ist der relevant. Der Konversationskurs auch noch ganz kurz. Den seht ihr hier für 225 Euro, 20 Unterrichtseinheiten, a 60 Minuten. Und auch da, also das sind nur Themenbeispiele. Das ist einfach nur, was halt oft wiederkommt. Aber das wird auch anhand eurer Interessen dann wieder vorbereitet. Ja, das kann sein, dass wir über Digitalisierung sprechen oder auch über Umweltthemen, sehr sicher sogar. Das ist ja immer auch aktuell und ich weiß, Klimawandel, der ist zwar schon lange debattiert, aber wird immer wieder debattiert und der wird schon auch angesprochen. Warum? Weil ihr ja auch den Wortschatz braucht. Und zu jedem Thema gibt es dann natürlich das Gespräch, das wir suchen. Und dann die Wortschatzarbeit, die dazugehört und online kleine Übungen, die ihr dann zu Hause bearbeiten sollt. Das ist nicht nur 60 Minuten kurz bla bla und tschüss, sondern ihr habt online dann noch Übungen, die ihr bearbeiten müsst und auch vorbereiten müsst. Also es gibt schon auch Arbeit, die ihr erledigen müsst, um dann im Gespräch zu bleiben und einfach um effektiver zu lernen und nicht nur kurz hier rein und dort raus, wie vielleicht das bei anderen so ist. Aber das ist halt bei uns nicht so oder bei mir in der Online-Schule und deshalb bucht einen Kurs. Wie gesagt, 2 Studentinnen haben wir schon, können jetzt gerne nochmal 2 buchen. 2 Studentinnen, 2 Studenten, mir egal. Jeder, der Lust hat, kann hier buchen. Also, schaut es euch an. Auf meiner Seite ganz oben findet ihr den Link und wir gehen zurück zur Übung. Denn das soll nämlich ja heute der Plan sein. Ihr sollt etwas lernen und deshalb gibt es jetzt den dritten Übungssatz. Schaut euch diesen mal an. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat. Können wir auch über die Kurse sprechen, von mir aus gerne, aber jetzt geht es weiter um, und es geht um diesen Satz. Wenn der Ukraine-Konflikt eskaliert und die Sanktionen verschärft werden, drohen Instituten mit großem Russland-Geschäft Verluste. Ja, aktuelle Themen, ihr wisst schon. Also ich hoffe ja, dass es friedlich abläuft. Ich bin ja immer erschüttert, ja, und erstaunt über die Dummheit der Menschheit, was man jetzt wieder sieht. Kann ich euch ja ehrlich so sagen, ist ja nichts dabei, aber es ist einfach nur Dummheit. Ich verstehe es einfach nicht.
Deshalb ja, können wir nur hoffen, dass es friedlich abläuft und die, die eh schon alles haben, dann mal klarkommen. Denn ich finde das einfach meistens die, die es meiste haben, den größten Müll verbreiten und das nervt mich tierisch. Ja. Genau. Deswegen alle, die jetzt in der Ukraine sitzen und irgendwie, weiß ich nicht, Angst haben, ich hoffe, dass wieder ja, Frieden gibt bei euch. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Ich finde es einfach nur, ja, ihr seht es ja schon. Gut, also Leute, aber lassen wir das jetzt mal, denn wir sind ja hier beim Lernen und nicht dabei, jetzt politische Debatten auszulösen. Bitte versucht mal diesen Satz zu lösen. Hier geht es um die Grammatik und nicht um Politik. Wenn der Ukraine-Konflikt eskaliert und die Sanktionen verschärft werden, wie kann man das nominalisieren? Jason, ey, du gehst ab hier. Bei der Eskalation. Was für einen Kurs hast du abgelegt, Jason? Was war der letzte Deutschkurs? Hast du ein C1-Zertifikat schon, mein lieber Freund? Jiri, du bist auch wieder sehr gut dabei. B2-1, du bist gut. Du bist gut. Das Schöne ist ja, dass du das, also zumindest, wie ich das jetzt beurteilen kann, die Grammatik, dieses Thema ist ja C1-Thema, schon gut kannst. Teilweise macht man das auch im B2-Kurs, oft mit so kausalen Sätzen, aber allgemein Nominalisierung, Verbalisierung ist C1, das ist super, das hast du schon drauf, das ist gut. Anders kann ich nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie du sprichst und schreibst und so, aber das ist echt gut, gut gemacht. Jiri auch super, super stark. Jiri ist immer richtig gut. Okay, am 3. Februar habe ich die B2-Prüfung abgelegt. Ach, du hast sie schon bestanden. Ja, super, perfekt. Ja, perfekt. Gute Voraussetzung zumindest grammatisch für den C1-Kurs. Sehr gut. Genau, Martin, das ist eine super Konstruktion, auf jeden Fall sehr gut. Hier ist nur die Bedeutung ein bisschen anders. Okay? Weil hier geht es ja, bitteschön, hier geht es ja um die Bedingung. Und Bedingung oder ein Grundsein ist schon ein kleiner Unterschied, denn der Grund wäre dann ja jetzt wirklich schon etwas, was Fakt ist. Okay, es wurde ja schon sanktioniert. Wenn du jetzt von den aktuellen Informationen ausgehst, dann wärst du wieder richtig. Wenn wir uns jetzt strikt an diese Textvorlage halten oder Testvorlage, dann müsste man einen Bedingungssatz formulieren. Aber trotzdem, dein Satz ist grammatikalisch super perfekt ausgezeichnet. Gut, wir bleiben beim, wie heißt es, Konditionalsatz und schreiben jetzt einfach mal bei einer Eskalation des Ukraine-Konflikts und Verschärfung, also einer Verschärfung, das kann man auch weglassen jetzt, und Verschärfung der Sanktionen, genau. Drohen Instituten. Ich schreibe heute irgendwie relativ langsam, ich weiß nicht genau, woran das liegt, das tut mir schon mal leid, aber ihr müsst ja eh noch überlegen, hoffe ich. Drohneninstituten mit großem Russlandgeschäft Verluste. Genau. Also, ich markiere ein bisschen die sinnvollen Strukturen. Ich werde jetzt nicht wieder alles erklären, denn das habe ich ja schon oft genug getan. Okay, dann bei, zack, eskaliert. Das Verb. Ach, jetzt habe ich es rot gemacht. Genau. Eieiei. Also, was ist denn hier los heute? Schwarz. Eskaliert ist Eskalation. Genau, Eskalation habt ihr hier. Und ganz wichtig noch, verschärft werden. Ihr seht schon, das ist ja eh eine Passivkonstruktion hier. Und ihr habt dann Verschärfung. Und ganz wichtig, die Sanktionen und der Ukraine-Konflikt, also die Subjekte dieses Satzes, werden zum Genitivattribut des Nominalstils. Also wieder etwas, was man halt schon. Heute sage ich ganz oft halt. Ich weiß nicht genau warum. Das gibt manchmal so Ticks. Dann hat man ein bestimmtes Wort oft und nutzt es dann wirklich zu oft. Ich versuche das jetzt mal bewusst nicht zu nutzen.
Genau, wir haben das ja schon gemacht. Und jetzt seht ihr, was ihr hier unternehmen müsst, vornehmen müsst. Die Subjekte werden zum Genitivattribut. So, jetzt muss ich mich anstrengen. Genau, perfekt. Und das ist dann schon alles. Ich schaue noch mal in den Chat. Hey, spinnst du etwa bis da? Hi, Alex. Navid beim Eskalieren des Ukraine. Ja. Ich habe 5 Jahre Deutsch gelernt, aber noch nicht B2-Niveau erreicht. Kein Problem, das hängt ja von vielen Faktoren ab, wie schnell man das erreicht. Also es hat auch nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie schlecht eine Sprache lernst, sondern vielleicht hast du auch nicht genug Zeit gehabt, weil du andere Gründe und andere Prioritäten hast. Deshalb mach dir nichts draus und bleib dabei und dann wird das auch noch ein B2-Niveau irgendwann. Am Samstag habe ich die C1-Prüfung. Ich lerne aktuell Tag und Nacht. Könnte jemand eventuell für mich kurz und knapp zusammenfassen, was ich bei der Stellungnahme beachten soll? Ey, oh je, das wird, glaube ich, jetzt schwierig hier im Chat, dass du da die richtigen Infos bekommst, Thomas. Aber du bist wahrscheinlich auf einem guten Weg, wenn du Tag und Nacht lernst. Das hängt nur davon ab, wie sehr du dich da wirklich engagierst. Ja, genau. Sehe ich nämlich auch so. Wir haben eine diplomatische Antwort hier. Genau, und das ist echt. Das macht nichts draus, das wird schon noch. Lala. Also, Nummer 4. Forscher haben nachgewiesen, dass manche Antigen-Schnelltests im Hinblick auf die Omikron-Variante unzuverlässig sind. Ja, ist tatsächlich so. Meine Beispiele, die sammle ich ja meistens aus verschiedenen Quellen zusammen und jetzt heute habe ich die mal wirklich so ein bisschen umgeschrieben, dass es dann halt auch ohne Quellenangabe reicht. Aber meistens sind die sehr aktuell, so wie hier auch wieder. Versuch das mal bitte, ja, zu nominalisieren. Ich werde ein bisschen was farbig markieren, damit ihr seht, was ihr auf jeden Fall beachten müsst. Das ist zum einen das hier. Dann, das hier hatte ich vorhin pink, ne? So. Das hier noch, aber das, ja, ich lasse das mal so. Der Rest, ja. Gut. Also das, also wichtig, gelb und pink und das andere nicht ganz so wichtig. Ich stimme da, sprach Kuku zu. Ich habe Französisch für 7 Jahren gelernt und bin ich auf B1.1. Also, super, siehst du? Tu parles français? Also, ich hatte mal Französisch in der Schule, aber also, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Ich schieb's ein bisschen auf die Lehrerin, die war so streng. Vielleicht war es nicht absichtlich, sondern vielleicht lag es einfach an ihrer Generation oder so. Aber ich habe dann halt leider nicht viel mitgenommen. Ich glaube, ich hätte mit netten, einfühlsamen Lehrern mehr gelernt. Ich hatte nämlich dann danach einen Spanischkurs bei einer netten Lehrerin und die war halt einfach auch, gut, die war ein bisschen jünger, aber auch einfach freundlich und dann habe ich auf einmal sehr gute Noten gehabt. Und ich weiß, Französisch und Spanisch sind jetzt nicht gleich, aber halt von die haben sind aus derselben Sprachfamilie und dann wäre es ja rein theoretisch auch möglich gewesen, Französisch besser zu lernen. Also ich glaube, die Lehrer haben schon auch eine Rolle als Motivator und wenn das nicht motiviert, dann lernt man auch nichts. Motivation ist eh ein Faktor. Wenn man nicht motiviert ist, lernt man auch nicht und deshalb ja, ist das wahrscheinlich der Grund gewesen, wirklich. Ja, ich auch, wirklich. Ich hatte auch eine extrem demotivierende. Auch im Englischen übrigens. Also, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Da wollte der Lehrer uns wirklich bloßstellen vor der Tafel. Und dann gab es halt oft diese Vokabeltests, so ganz also, wie soll ich sagen, unvorbereitet. So ganz spontan auf einmal, Dienstag in der Woche, ah, heute Vokabeltest. Das war schon mal gemeint. Und zweitens dann noch diese Abfragen. Dann hat er einfach gesagt: Ja, Patrick,
Jetzt kommst du mal vor an die Tafel und sagst mal, wie das hier alles heißt. Das war eine richtige Bloßstellung vor der Klasse. Und also solche Lehrer, also wirklich, das hätte man eigentlich damals zur Schulleitung, also der Schulleitung vermitteln oder berichten sollen. Aber als Schüler hat man dann irgendwie Angst vor der Autorität gehabt. Ja, komisch, ne? Wirklich. Aber gut, ein Teil liegt natürlich auch am Schüler, wenn man da wirklich faul ist, ist ja klar. Gut. Ja, wie sieht es hier aus? Forscher haben die Unzuverlässigkeit mancher Antigenschnelltests im Hinblick auf die Omikron-Variante nachgewiesen. Wieder sehr gut, halt nur ein Tippfehler, genau wie Knut schon gleich gesehen hat. Danke, ah, Thomas, okay, Tamas. Ich mache gerade Gedanken, wo man das bewusst benutzt, aber ich denke, das ist eher passives Wissen. Was meint ihr? Ja, also diese Übung, die wir jetzt machen, ist definitiv passives Wissen oder nicht passives Wissen, sondern eine wirklich eine Übung, wo es nur um die Strukturen geht. Also nichts, was du jetzt so direkt brauchst. Du musst aber wissen, wie man, wie soll ich sagen, den Nominalstil an sich anwendet. Wie man diesen Satz dann baut. Was wir jetzt hier ja gerade unternehmen. Denn wenn du wissenschaftliche Texte schreibst oder liest, dann siehst du diese. Und wenn du sie schreiben willst, dann musst du diese beherrschen und dann brauchst du es. Diese Übung ist ja auch nicht umsonst Teil der DSH-Prüfung, denn die bereitet auf den Hochschul, also auf die Hochschule vor. Wenn ihr studieren wollt, müsst ihr das nachweisen. In anderen Sprachprüfungen ist das zum Beispiel nicht so relevant, weil ihr es dann im Blick auf eure Ziele nicht mehr benötigt. Okay? Das ist wirklich dann dieses hohe Niveau, Hochschulniveau. Und dann für mich relevant, weil ich halt in der Hochschule tätig bin oder an der Hochschule. Deshalb ist das für mich dann eher relevant, klar. Aber ich kann dir direkt sagen, jetzt, wenn du jetzt nicht vorhast, an der Uni zu studieren, brauchst du das nicht unbedingt. Wobei du es in Zeitungsartikeln genauso liest. Also, ja. Forscher haben nachgewiesen, dass man auf manche. Genau. Du hast jetzt, Alex, du hast ja den gleichen Satz nochmal geschrieben, nur verändert ein bisschen. Genau, Alex, du solltest hier nominalisieren. Genau, richtig. Knut wieder, danke für die Antwort. Die ist einfacher als meine gerade eben. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Nur du hast es in zwei Sätzen oder einem Satz getan. Warte mal. Einem. Okay, Forscher haben darauf nachgewiesen. Ismail, was machst du da? Oh, Ismail, du bist durcheinander gerade. Genau, hier brauchst du das nicht zu machen. Du musst hier einen, wenn ihr einen Nebensatz habt, ja, die sind ja durch ein Komma abgetrennt, das seht ihr hier. In dieser Übung wird das Komma auf jeden Fall wegfallen und ihr werdet dann sehr wahrscheinlich nur noch einen Satz haben. Ja? Ihr löst diesen Nebensatz auf und nutzt dann eine Präpositionalphrase. So ist das dann wieder fachbegrifflich ausgedrückt. Das ist super, ja. Ja, ich glaube, ich habe auch nur ein C1-Niveau auf Englisch, glaube ich. Also ich denke, wenn man mich jetzt von Grammatik oder wenn man mir jetzt Grammatiktest vorlegen würde, dann hätte ich vielleicht auch Schwierigkeiten. Aber ich verstehe sehr viel, ja, und mein Englisch ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Also es reicht. Ja, genau. Ey Knut, was machst du eigentlich beruflich? Habe ich dich das schon mal gefragt? Also wenn es nicht zu persönlich ist, ne? Hier. Aber das würde mich mal interessieren. Hauptsätze sind dann die Unzuverlässigkeit. Genau, okay. Ich würde mal sagen, ich schreibe mal die Lösung einfach auf. Das sind ja einige, die das schon richtig gemacht haben. Also, ich kopiere jetzt einfach mal eine Übung von euch. Wer hat das richtig gemacht vorhin? Hier. Ich kopiere jetzt mal Jiris Antwort hier rein. So, danke, Jiri. Das geht schneller, als wenn ich tippe. Das mache ich, glaube ich, jetzt öfter so. Jiris Antwort steht jetzt gerade hier. Vielen Dank für den Beitrag. Du hast das richtig gelöst und deine Antwort haben wir jetzt mal hier präsentiert. Natürlich auch die anderen, ne? Ihr habt das auch super gemacht. Aber das war jetzt die erste, die ich im Chat gefunden habe.
Genau, ihr seht das hier, die Unzuverlässigkeit, das heißt auch Verb, Adjektive, also sein plus Adjektiv, unzuverlässig sind, das muss man dann auch nominalisieren und ihr seht, hier gibt es ein Nomen, die Unzuverlässigkeit. Das gibt es auch, also nicht nur Verben. Dann wird manche zu mancher, Genitiv, Attribut, dann habt ihr auch die Endung, er, ihr könnt auch sagen, die Unzuverlässigkeit der Antigentests, aber hier mancher, also die Endung kommt dann da hinten dran. Antigen-Schnelltests bleibt gleich, deshalb markiere ich das einfach grün nochmal. Und ihr seht, verändern musstet ihr nur diese zwei Positionen, aber das reicht ja auch schon. Ist ja auch schon viel, was ihr hier verändern und verstehen müsst, aber wenn ihr das gemacht habt, dann ist das richtig. Diplom. Boah. Okay, wir haben hier einen Chemiker mit BWL-Kenntnissen als viertem Hauptfach. Okay, super. Ja, und Interesse für die deutsche Sprache. Wie kam es dazu eigentlich? Also auch ein Studienabsolvent hier, unser Knut. Ich auch, aber ja, ich habe Linguistik und Germanistik studiert. Und jetzt wieder ganz andere Bereiche auch. Also ich unterrichte tatsächlich Deutsch, ja, und ich habe das auch gelernt. Aber ich mache auch noch andere Bereiche, von denen ihr wahrscheinlich gar nichts wisst. Okay, Das kann ich verstehen, ja. Das macht nichts, Alex. Tamas, das kommt drauf an, wo du studierst, wo du lernst. Also es gibt natürlich, wenn du jetzt irgendwo eine C1-Prüfung ablegst, weiß ich nicht, beispielsweise am Goethe-Institut, dann kann man das über die Unis anerkennen lassen, diese Zertifikate. Das prüfen dann die Unis immer. Das ist auch nicht an jeder Uni gleich. Wenn man jetzt in Deutschland sich bewirbt zum Beispiel und die Uni feststellt, dass man noch nicht die Sprachvoraussetzungen hat, dann muss man eine DSH-Prüfung noch ablegen. Das kann man dann in Deutschland machen. Außerhalb Deutschland ist das dann Test DAF zum Beispiel. Das macht nichts. Durch den Wind sein bedeutet übrigens, dass man ein bisschen verpeilt ist. Das hat Alex gerade gesagt. Gutes Beispiel übrigens. Ich bin heute etwas durch den Wind. Ne? Ist man etwas verpeilt. Oder von der Rolle sein, könnte man auch sagen. Gibt noch andere wahrscheinlich. Ah, okay. Ja gut, dann hast du einen extrem guten Hintergrund, Bildungshintergrund. Ich habe kein Latein gelernt. Tatsächlich nicht. Und das ist ja dann klar bei diesen Strukturen schon auch mal ein Nachteil. Für Deutsch als Fremdsprache jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir auch schon mal, also ich habe mich auch schon mal an der Universität so ein bisschen, wie soll ich sagen, außen vor gefühlt. Also nicht jetzt in Deutschland an den Unis für DAF, aber im Ausland, als ich an der Uni unterrichtet habe, dann, oh, kein Latein studiert. Naja. Aber ich finde, für Deutsch als Fremdsprache braucht man das nicht unbedingt. Genau, und was bedeutet verpeilt? Genau. Ja, habe ich ja gerade eben gesagt. Ich habe gesagt, etwas verpeilt sein oder auch von der Rolle sein oder auch einfach nicht wissen, was man gerade so tut. Oder auf dem Schlauch stehen, noch besser. Das versteht dann auch keiner mehr. Okay, Leute. Wir schauen uns noch den letzten Satz an. Es gibt noch einen Satz und natürlich nochmal etwas für euch. Bitte versucht auch diesen Satz zu lösen. Ich lese den ganz kurz vor. Nach der Versorgung des Verletzten durch einen Notarzt vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Und jetzt, wie könnte man diesen Satz umformulieren? Auch nochmal ein schönes Beispiel, wo man viel beachten muss. Das würde ich euch auch nochmal bitten, kurz aufzuschreiben.
Seefahrt. Ja, du bist ja oben an der Grenze, dann bist du bestimmt schon mal auf hoher See gewesen. Ja, aber das ist auch interessant, diese Sprachgeschichte auch. Aber ja, das ist dann wieder zu viel des Guten. Ich habe manchmal das Wörterbuch aufgeschlagen, wenn es um die Sprachgeschichte ging oder Herkunft der Wörter, aber es ist einfach zu viel. Dann. Okay, Leute, wie sieht's aus? Seid ihr schon eingeschlafen? Ihr habt ja hier wie bei Alex, er ist so müde, hat er geschrieben, schlapp sein. Genau, er ist schlapp. Ah, du bist so schlapp, dass du jetzt nicht mehr wirklich ja, voll konzentriert bist. Könnte man auch sagen. Das ist ja auch so wie durch den Wind sein dann. Verpeilt sein ist ja, dass man nicht mehr hundertprozentig konzentriert oder bei der Sache ist. Ey, jetzt haben wir tausend Synonyme schon gefunden gerade. Und das ist ja auch das Gute. Mach das auch so. Versuch zu überlegen, was ist denn, was bedeutet das? Habe ich ein anderes Wort dafür? Und schlag dann unbedingt mal nach, denn ihr braucht auf jeden Fall einen umfassenden Wortschatz, wenn ihr anstrebt, mal eine C1-Prüfung abzulegen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr gleich damit anfangt, auch mal Synonyme zu suchen. Die braucht ihr. Wortschatzarbeit, die dürft ihr nicht vergessen. Verpeilt sein ist krasse Umgangssprache. Ja, aber wir sind ja hier nicht ganz so formell in diesem Livestream. Das hast du ja schon gemerkt, oder? Und übrigens, die Umgangssprache, die ist auf jeden Fall notwendig, wenn man ganz normal kommunizieren möchte. Ist ja nicht so, dass jetzt jeder da wirklich ein ausgebildeter Lehrer wird oder sonst etwas. Von daher ist die Umgangssprache zu vermitteln. Und gut, dass du diese reinschreibst auch, denn das brauchen wir. Gerade bei den Redewendungen, das sind ja Dinge, die man dann wirklich nur auf dem hohen Sprachniveau lernen kann. Weil sonst schlägt man jedes Wort nach und sieht dann durch. Googelt man dann, was bedeutet durch, was bedeutet Wind und dann hat man gar keinen Plan mehr. Dann denkt man, hä, was ist jetzt mit Wind? Wie ich laufe durch oder ich bin durch den Wind, also da durchgelaufen oder was? Und das muss man ja verstehen, weil die Bedeutung ja dann außerhalb der Wörter liegt. Bei diesen Redewendungen. Meistens zumindest. Okay, dann schauen wir mal drauf. Wir haben hier ganz viele Besonderheiten. Merkt euch einmal das hier nach. Das ist ganz zentral wieder. Ich werde das ganz kurz markieren. Und auch die ganzen Nomen, die ihr seht. Ihr merkt das Nominalstil. Ihr braucht das hier. Und auch das hier. Ah, grün. Jetzt ist wieder alles weg. Und auch durch einen Notarzt. Das sollte man auch irgendwie anpassen. Wie kann man das denn schön? Oh, jetzt Alex schreibt gerade, nachdem der Verletzte. Das ist schon mal sehr gut, Alex, was du da jetzt gerade gemacht hast. Jetzt bist du noch mal dabei. Also nachdem, ich mache das kurz schon mal farbig, dass ihr seht, was ihr jetzt schon richtig habt, okay? Also nach, die Präposition nach wird zu nachdem. Die Bedeutungen sind ähnlich. Die Wortart eine andere. Jetzt haben wir hier eine Konjunktion bzw. Subjunktion. So, nachdem, ah, die falsche Farbe gewählt gerade sehe ich. Nachdem der Verletzte, grün. Also das Genitivattribut von hier ganz oben wird zu der Verletzte. Wie geht's weiter? Genau, fast perfekt, Alex. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Drei, war krass, ey. Keine Nebenfächer. Hattest du viel zu tun auf jeden Fall. Alex, nachdem der Verletzte durch einen Notarzt vor Ort versorgt wurde, ist perfekt, außer die Zeitform. Aber grammatikalisch stimmt dieser Satz, wenn ich den jetzt so isoliert betrachte. Bei nachdem ist ja noch dieser Tempuswechsel. Man müsste dann schauen, was folgt jetzt für eine Zeitform und du müsstest eine davor gehen. Ja, um das nochmal so zu zeigen, dass eine Situation vor der anderen passiert. Versuch das einfach mal selbst noch zu korrigieren. Wenn du das selbst korrigierst, dann passt alles perfekt. Aber der Rest war ausgezeichnet, Alex. Gut. Martin. Martin ist heute gut dabei. Ne? Liebe Grüße nach Monheim, hier vom Nachbarn, ne? Heidelberg. Liebe Grüße darüber. Hast du gut gemacht heute. Sehr gut. Auch Jiri ohne Probleme heute. Alle Übungen. Sehr, sehr gut bearbeitet.
Jiri, hast du irgendwelche, wie geht's dir eigentlich gerade? Du hast doch noch einen anderen Kurs, oder? Den du gerade besuchst. Auch bei dir, Eduardo, sehr gut. Außer versorgt wurde, dann müsstest du da eine andere Zeitform suchen. Schau noch mal, welche Zeitform du hier in diesem Satz hast. Ist auch, ich mach das mal, ich unterstreiche das, nee, ich mach das, boah, ich habe keine gescheite Farbe mehr. Ich nehme mal grau. In diesem Satz habt ihr auch also eine Passivkonstruktion und ihr müsst eine Zeitform vorgehen. Das wäre auch möglich übrigens, Yasan, wenn du das wieder aktivisch machst. Klar. Beza. Beza. Sehr gut. Ein kleiner Fehler nur, dass es hier tatsächlich nur ein Verletzter ist und nicht mehrere. Türkisch. Ah, super. Ja, das interessiert mich auch, die Sprache. Alex. Perfekt, du kannst dich ausruhen und schlafen gehen. Super gemacht. Dann ruh dich aus, du bist ja durch den Wind. Also leg dich hin, entspann dich und morgen bist du wieder fit. Nilofer, ey, du bist auch hier. Alles klar? Wie geht's dir? Cool, wir haben geschrieben auf YouTube. Super, schön, dass du da bist. Wenn ihr halt alle dann auch noch zuschaltet hier und zuschaut, dann sind wir wirklich irgendwann 100 Zuschauer. Ich hoffe, das klappt irgendwann. Heute waren wir mal 50, glaube ich, oder so. Das war doch schon toll. Schöne Grüße nach Heidelberg. Danke dir. Okay, ich werde die Lösung kurz formulieren, denn es ist ja Zeit, es ist ja schon ganz schön spät. Nachdem der Verletzte von einem Notarzt vor Ort versorgt, warte, hier habe ich einen Tippfehler, vor Ort versorgt worden war. Auch nochmal die Farben. Durch wird zu von, das passiert ganz häufig. Ist jetzt nicht unbedingt sehr streng, aber im adverbialen Nebensatz, im Passiv, wird ganz oft ja, das logische Subjekt mit Hilfe der Präposition von ergänzt. So. Dann versorgt worden war. Das ist auch noch zentral. Die Versorgung oder nach der Versorgung, ja, das Nomen die Versorgung wird zu versorgt worden war, wenn wir einen Passivsatz bilden. Es wäre auch ein Aktivsatz möglich, also nachdem der Notarzt den Verletzten versorgt hatte. Das könnte man auch sagen. Alternativ. Und dann geht der Satz einfach so weiter. Ne? Das wurde. Einen Moment. Ich hätte kopieren sollen. Das habe ich es vorhin noch gesagt und wieder nicht kopiert. Wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. So, abgekürzt, Punkt. Genau, das ist der Satz. Und ihr seht, Präposition wird zu Subjunktion, der Versorgung wird zum Verb, Genitivattribut wird zum Subjekt des Passivsatzes und durch einen Notarzt im Nominalstil ist oft mit durch. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Das ist oft, ja, durch. Und dann ist es im Verbalstil oft von. Ja, das ist einfach auch so eine Konvention und ganz häufig. Liebe Grüße aus Marburg, liebe Grüße nach Marburg aus Heidelberg. Sehr schön. Einfach mal den anderen Freunden, Freundinnen erzählen, die Deutsch lernen. Hey, schaut doch mittwochs mal vorbei in den Livestream oder schaut bei den Kursen in seiner Online-Schule vorbei. So helft ihr mir schon, meine Online-Schule ein bisschen bekannter zu machen, denn da bin ich auch gerade dabei, die etwas besser zu positionieren, dass das besser läuft noch. Super. Ey, Knut, danke für deine Tipps schon wieder. Also wirklich, das ist wirklich wichtig. Ich sag das nicht nur, weil du halt, weiß ich nicht, Muttersprachler bist und jetzt halt da bist oder so, sondern die sind wirklich sinnvoll, deine Kommentare. Das ist nicht irgendwas halt, was man da manchmal wie man seinen Senf dazu gibt, sondern das ist konstruktive Kritik und die ist notwendig, um besser zu werden. Das ist super. Danke dafür. Nur, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, gut. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Alex. Und das habe ich vorhin auch angesprochen. Ich finde die Situation auch einfach nicht. Also, ja, ich bin erschüttert. Ich hoffe, dass es ja, nicht dazu kommt. Also,
Mir fehlen da ein bisschen die Worte, das merkt ihr ja schon. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nichts mehr zu sagen und hoffe, dass es einfach sich noch wendet, dieses Blatt, und dann wir gut schlafen können. Okay, Leute. Ja, das war's erstmal. Wir haben heute so lange gemacht. Ich muss das jetzt dann mal beenden. Bitte denkt dran, ganz oben im Chat findet ihr einen Hinweis und da gibt es den Link zu meiner Online-Schule. Das habt ihr ja vorhin schon gehört. In meiner Online-Schule, das mache ich nochmal kurz auf, dass ihr seht, die sieht so aus. Da habt ihr dann jetzt gerade einen Konversationskurs, ist kein Problem. Hier auf der Online-Schule seht ihr alle meine Kurse. Da könnt ihr einfach mal durchblättern, was ihr so findet für Kurse. Im März gibt es noch 2 Plätze in meinem Konversationskurs. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bucht doch diesen Konversationskurs. Hier gibt es auch Rabattcodes, die habe ich jetzt übersprungen vorhin, glaube ich. Da könnt ihr mir sonst auch nochmal eine E-Mail schreiben oder ich blätter das gleich nochmal ganz kurz auf. Im Konversationskurs gibt es noch 2 Plätze und in meinem Grammatik-Crashkurs gibt es sogar noch 3 Plätze. Und da es schon eine Buchung gibt, wird er auch wieder stattfinden im März. Bitte meldet euch da für diesen Kurs noch an, wenn ihr alles Wichtige der Sprachniveaustufen B2 und C1 mit mir per Videokonferenz lernen wollt. Also nicht so wie jetzt, sondern wir sehen uns alle. Und es gibt 4 Lerner und mit mir sind wir dann zu fünft, also Kleingruppen. Das heißt, ihr habt wirklich viel zu sagen und auch wirklich eine schöne Atmosphäre, um schneller besser zu werden. Schaut es euch an. Ich werde nochmal ganz kurz das einblenden, dass ihr das nicht verpasst mit diesen Codes, die ich ja letztes Mal schon hatte. Wir hatten ja diese Aktion mit diesen Rabattcodes. Wenn ihr Grammatik 50 eingebt, dann gibt es 50 € Rabatt für den Grammatikkurs. Und wenn ihr Konversation 25 eingebt, also im Warenkorb, dann wird nochmal 25 € abgezogen von eurem Gesamtbetrag. Also das ist ein Rabatt, ja, eine Ermäßigung. Das könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt, dann spart ihr noch ein bisschen Geld und wir haben dann hoffentlich das Glück, einen vollen Kurs zu haben, sodass es noch mehr Spaß macht, Deutsch zu lernen. Genau, und das war es jetzt auch schon mit Werbung. Es soll mal genug sein. Ich glaube, ich habe vergessen umzublättern. Ihr habt die Codes ja gar nicht gesehen. Da sind sie nochmal. Jetzt bin ich auch schon durch den Wind erschöpft und nicht mehr bei der Sache, nicht mehr konzentriert. Hier habt ihr sie nochmal. Macht einfach ein Foto, ein Screenshot oder sonst etwas, um euch das zu merken. Und dann könnt ihr gerne mal vorbeigehen und euch das ansehen. Ich wünsche euch gute Nacht. Katja, liebe Grüße ins Nachbarland. Servus nochmal nach Österreich. Schlaf gut, ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wir werden uns ja dann sowieso bald sehen und du lernst dann natürlich nochmal was ganz anderes, denn es geht ja um Konversation. Du lernst dann viel sprechen und viel Wortschatz und ich werde dich dann natürlich auch korrigieren. Und Lacu Noche an Lala und Boa Noite an alle, die aus einem portugiesischsprachigen Land kommen. Buenas noches, Boa Nui. Und wie war das auch auf Arabisch nochmal? Das habe ich jetzt vergessen. Ich habe das leider nicht mehr hier, die Tabelle, sonst würde ich es ja nochmal sagen. Aber ja, schlaf gut. Ich hoffe, es wird friedlich zugehen in den nächsten Wochen und überhaupt, denn was bringt der andere Krempel? Das verstehe ich einfach nicht. Ich bin einfach entsetzt. So. Und das verstehe ich leider nicht, aber ich nehme es mal zur Kenntnis. Kaish Nushta und auf Arabisch, genau. Ah, danke schön für. Yazan, du bist. Dankeschön. Tesba Allah Kir. Sage ich jetzt nochmal. Ist das okay? Naten Emire. Naten Emire. Tesba Allah Kir auf Arabisch. Und Linda auf welcher Sprache? Warte, da ist nur ein trauriges Zeichen. Nein, das will ich nicht. Dann. Ah, Kalinista ist das. Das kenne ich doch schon von Knut. Stimmt. Kalinista. Mann, das hätte ich wissen müssen. Und Baser. I Gischeler. Ey, nächstes Mal, ich verspreche euch, ich nehme mein Blatt wieder raus und versuche das besser zu machen. Und nochmal Schabbekir. Genau, aber du brauchst einen Aussprachenkurs. Ja, genau, das machen wir dann irgendwann. Kein Problem. Ich werde noch wenigstens die Grundlagen Arabisch lernen. Versprochen, okay? Nur alles, ja, alles eins nach dem anderen. So, eins nach dem anderen, wenn ich dazu komme. Gut. Alles klar, Linda, tut mir leid, wir sind leider schon durch, es ist leider schon vorbei. Ich habe mich schon verabschiedet auf Griechisch, Kalinista, Persisch kann ich nicht lesen, Natenimira, Albanisch, Teşbekir, Alakir,
auf Arabisch und Dobra Nok und alles andere. Bona Notte. So, gute Nacht, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 22 Uhr. Dobro Nok, Jiri. Wir sehen uns. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, buonanotte. Y hasta próxima. So, ciao. Tschüss zusammen. Hat Spaß gemacht. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.